Ganz ehrlich, wen interessiert es, ob ich WhatsApp, Instagram oder Spotify auf meinem Handy habe? Ich wurde in letzter Zeit sehr oft gefragt, ob ich nicht mal wieder ein What's on my phone Video drehen kann und euch Apps vorstellen, die ich persönlich da eben drauf habe. Ich habe das Ganze jetzt so in Richtung Nachhaltigkeit gestaltet und zeige euch heute 11 Apps, die mir persönlich sehr gut gefallen und die ich auch sehr nützlich finde. Das ist ja bei Apps auch immer so eine Sache, ne? Alle sind übrigens für iOS und auch für Android verfügbar und ich verlinke sie euch in der Infobox. Bin ich nicht nett? Und bevor jemand fragen will, meine Handyhülle ist von Pela, verlinke ich euch auch in der Infobox. Fangen wir mal an mit meiner Suchmaschine, die ich tatsächlich auch am Computer immer benutze. Normalerweise hat man standardmäßig Safari. Ich habe mir jetzt aber vor kurzem Ecosia runtergeladen. Ich wusste gar nicht, dass die auch eine App haben. Habe da aber mal nachgeschaut und nutze jetzt Ecosia als Browser. Erstmal gucken, ob ich was Peinliches gesucht habe, bevor ich hier die Bildschirmaufnahme einblende. Bei Ecosia werden mit jeder Suchanfrage Bäume gepflanzt, beziehungsweise es braucht 45 Suchanfragen, um einen Baum zu pflanzen. Und wenn ihr so seid wie ich, dann habt ihr das sehr, sehr schnell zusammen. Da ich mir diese App jetzt erst vorgestern, glaube ich, runtergeladen habe, habe ich erst 21 Suchanfragen mit meiner App hier getätigt. Am Computer habe ich, glaube ich, 1300 Sachen gesucht oder so. Wenn ihr in der App unten rechts auf Einstellungen klickt und dann auf Über uns und dann auf FAQ, dann kommt ihr auf die Website und könnt da nochmal alle Infos über Ecosia nachlesen, wie die gegründet wurden, wie die ihr Geld verdienen, wie sie ihre Projekte auswählen, wo Bäume gepflanzt werden und auch wie der CO2-Verbrauch von Suchanfragen ausgeglichen wird. Finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ihr Lust habt, euch da ein bisschen einzulesen, ne? Link in der Infobox. Übrigens habe ich all diese Apps selber gefunden, ist nichts gesponsert oder so, sondern das sind einfach Sachen, die ich persönlich cool finde und euch deswegen vorstellen möchte. Ich sage das jetzt mal an dieser Stelle, weil das könnte ja auch immer so ein bisschen sneaky, hier, ladet diese App runter, ich kriege dafür Geld, mäßig sein. Ist es aber nicht. Ich möchte aber auch ganz ehrlich mit euch sein. Ich finde die App nicht ganz so gut, wie ich Safari finde. Also, weil Safari greift, glaube ich, auf Google zurück und Ecosia, das merke ich auch an meinem Computer, hat manchmal nicht die gleichen Suchergebnisse. Das heißt, wenn mir die Anzahl an Suchergebnissen nicht reicht, dann gucke ich manchmal trotzdem noch bei Google. I have to admit it. Aber klar ist auch, was man nicht unterstützt, kann sich nicht weiterentwickeln. Und weil ich das total cool finde und gerne mit meiner Planlosigkeit und Dummheit, sage ich jetzt mal, Bäume pflanzen möchte, unterstütze ich das auch weiterhin. Machen wir weiter mit der nächsten App und zwar werden die manche von euch vielleicht auch schon kennen, ist das Too Good To Go. Als ich die entdeckt habe, vor, keine Ahnung, wie lange das jetzt schon wieder her ist, war ich sehr fasziniert und dachte mir so, das müssen alle kennen, weil das ist einfach richtig, richtig cool. Und zwar könnt ihr dann einen Standort eingeben und dann Restaurants und Imbisse und glaube ich auch Supermärkte und so in eurer Nähe finden, die Sachen zu verschenken haben oder für einen geringen Preis zu verkaufen zum Beispiel. Ob das mit dem Schenken stimmt, weiß ich jetzt nicht genau. Oder ob das nur hier bei den Schwaben so ist, dass alles was kostet. Auf jeden Fall bekommt ihr dafür kleines Geld, komplette Gerichte oder auch einzelne Sachen wie hier Kuchen zum Beispiel. Und da sieht man jetzt ganz gut, diese süßen Stückchen hier wurden von 7 € auf 3,90 € reduziert. Und das kann man dann da ganz einfach kaufen und muss es dann zu der vorgegebenen Uhrzeit einfach nur noch abholen. Diese App setzt sich einfach gegen Lebensmittelverschwendung ein und ich finde, das ist eine coole Möglichkeit, um vielleicht erstens mal ein Schnäppchen zu ergattern und zweitens mal einfach mitzuhelfen, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Kommen wir als nächstes zur Replace Plastic App. Die finde ich auch richtig cool, ist von Küste gegen Plastik erstellt worden. Das ist ein Verein, den wir auch mit unserem Shop unterstützen. Pro T-Shirt mit dem Aufdruck Save the Sea werden 2 € an Küste gegen Plastik gespendet. Allgemein setzt sich der Verein gegen Plastikmüll ein, macht auch so Müllsammelaktionen, ganz viel Aufklärungsarbeit und hat eben auch diese App entwickelt. Und mit der kann man dann einfach ein Produkt scannen, bei dem man der Meinung ist, da ist jetzt hier zu viel Verpackung irgendwie dran und der Hersteller sollte sich doch mal um Alternativen bemühen. An was kann ich denn das jetzt mal kurz hier demonstrieren? Ich habe jetzt hier einfach so eine Plastiktube mal schnell geschnappt und dann drückt man einfach auf diesen Scanner drauf und kann dann den Barcode scannen. So, jetzt so ein Ärger. Okay, ich weiß nicht, was da jetzt gerade das Problem war. Auf jeden Fall steht hier, dass das Produkt leider nicht in der Datenbank drin ist. Das kann natürlich passieren. Ich meine, klar, da können nicht alle Produkte drin sein. Ich kann mir jetzt hier eine Beispiel-E-Mail ansehen
Und so wird das Ganze dann an den Hersteller geschickt. Und besonders, wenn man jetzt zum Beispiel Produkte findet, die da noch nicht in der Datenbank drin sind, hilft das natürlich, um die Datenbank zu vergrößern und auch um Hersteller zu kontaktieren, die halt bisher vielleicht von E-Mails verschont geblieben sind. Wenn ihr euch vegan oder vegetarisch ernährt, dann kennt ihr die App Happy Cow vielleicht schon. Ansonsten hier nochmal eine große Empfehlung, weil das so die App ist, die mich vor allem auf Reisen immer rettet. Hier werden Restaurants, Lebensmittelläden, Cafés, Bars aufgelistet, die ein veganes und vegetarisches Angebot haben. Also nicht ausschließlich. Es gibt eben auch diese Option Veg-Optionen. Das sind dann Orte, Bars, Cafés, Restaurants, die ein omnivores Angebot haben, das heißt auch Fleisch und auch Milchprodukte, aber eben auch vegane und vegetarische Optionen. Und mit den ganzen Filtern und Einstellungen, die man da treffen kann, kann man dann einfach super cool Möglichkeiten finden, wo man essen gehen kann. Und die ist auch weltweit, glaube ich, verfügbar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es so mit Amerika aussieht, aber zumindest in Europa und auch in Asien, wo ich jetzt unterwegs war, konnte ich diese App nutzen und es war einfach wirklich sehr, sehr cool, weil man dann nicht nach sowas wie vegan Restaurant Bangkok suchen musste, sondern man einfach hier drin in seiner Umgebung so ein bisschen filtern konnte. And I like good food, you know? Let's Act ist eine super süße App, die so dazu animieren möchte, mehr auf freiwilliger Basis zu tun und bei sozialen Projekten zu helfen. Auch hier filtert man wieder nach Ort, an dem man sich befindet und kann dann einfach gucken, was es so für Aktionen bei sich selber in der Umgebung gibt und wo man dann einfach auch helfen kann. Zum Beispiel hier bei Projekten kann man dann sehen, was so in der Nähe angeboten wird. Also bei mir ist das jetzt im Raum Stuttgart, wo überall Hilfe benötigt wird. Und dann wiederum kann man jetzt hier zum Beispiel auf ein Projekt draufklicken und sieht dann auch, was das Ziel ist, was meine Aufgabe in diesem Fall wäre. Und dann kann man da später auch so einer Gruppe beitreten und sich dann austauschen. Und wenn man da jetzt auf Mitmachen drückt, dann würde man sich sozusagen dafür bewerben. Ich finde das eine richtig coole Möglichkeit, einfach um so soziales Engagement zu zeigen, wenn man vielleicht auch ein bisschen Zeit über hat und was Gutes tun möchte und nicht so ganz genau weiß, was. Die nächste App nennt sich Uxa und ich meine, dass das mal Foodsharing war. Wenn ihr das kennt, da kann man als Privatperson essen einstellen sozusagen, was man zu Hause noch über hat. Vielleicht geht man in den Urlaub und schafft es nicht, das alles aufzubrauchen. Und dann können andere wiederum aus der Umgebung, die die App auch haben und das eben gesehen haben, dann das Zeug abholen und so wird auch wieder nichts weggeschmissen. Wenn ich mir jetzt mal hier bei Uxa das anschaue, dann ist im Raum Stuttgart wirklich sehr, sehr wenig leider. Aber wenn man ein bisschen rausscrollt, dann kann man sehen, dass vor allem im Bereich Köln einige Angebote drin sind und auch hier ist das natürlich wieder so, wenn niemand davon weiß, dann kann die App auch niemand nutzen. Ich in meinem Fall konnte jetzt noch nicht davon profitieren, weil hier einfach nicht so viel los ist, aber vielleicht ist ja jemand da draußen, möchte sich die App gerne runterladen und hat dann etwas mehr Glück als ich. Die App Grünzeit ist eine App von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Und hier kann man sehen, welches Gemüse und welches Obst gerade Saison hat sozusagen, welches eine sehr geringe Klimabelastung hat, was eine eher mittlere oder auch eine hohe Klimabelastung hat und kann eventuell danach so ein bisschen auswählen, auf welches Gemüse oder auf welches Obst man zurückgreifen möchte. Auch hier muss ich sagen, ich lebe jetzt nicht perfekt. Ich esse nicht nur alles, was eine sehr geringe Klimabelastung hat und ich ernähre mich auch nicht nur saisonal. Aber ich finde es ist sehr interessant, weil ich beispielsweise gar keine Ahnung habe, was gerade Saison hat oder was auch überhaupt keine Saison hat zum Beispiel. Und ich finde, das ist eine ganz coole Orientierungshilfe. Man kann dann da auch noch den Monat zum Beispiel ändern, gucken, was ist da so in 2 Monaten los. Und sieht dann, da ist zum Beispiel die Auswahl sehr, sehr viel höher, weil das alles regional in Deutschland, mit regional meine ich jetzt in diesem Fall Deutschland, produziert werden kann zum Beispiel. Refill ist auch wieder so eine App, die meiner Meinung nach hier noch nicht genügend vertreten ist. Auch da, wenn man da mal wieder ganz weit rausscrollt, sieht man zum Beispiel, dass es in England im Raum London total abgeht und es über 900, also wahrscheinlich weit über 1000 Refill-Stationen gibt. Das können Läden sein, das können öffentliche Trinkbrunnen sein, das können Bars sein, die dann auch dieses Refill-Logo an ihrer Tür platzieren können
und dort kann man seine Wasserflaschen auffüllen. Das finde ich ist eine super Sache. Wahrscheinlich gibt es das hier nicht so viel, weil man in Deutschland das Leitungswasser relativ bedenkenlos trinken kann. Trotzdem fände ich es cooler, wenn da auch hier noch mehr Shops zum Beispiel mitmachen würden und dann kann man einfach seine Trinkflasche mitbringen und die da kurz kostenlos auffüllen lassen. Man könnte auch sagen, man kann das jetzt einfach auf öffentlichen Toiletten auffüllen, aber hier weiß man auch nie, gibt es eine. Wie sieht die aus? Passt die Trinkflasche überhaupt unter den Wasserhahn? Ich war auch schon oft in öffentlichen Toiletten, da kam nur heißes Wasser raus, was man dann vielleicht so direkt aus dem Boiler nicht unbedingt trinken möchte. Das ist ja jedem selber überlassen. Ich wollte euch die App aber zeigen, weil ich persönlich die ziemlich cool finde und ich mir wünschen würde, dass es die auch hier noch häufiger gäbe, beziehungsweise die hier halt mehr genutzt werden würde. Weiter geht's mit dem Siegelcheck vom NABU. Das ist eine super App, die so ein bisschen Abhilfe schafft in diesem ganzen Siegeldschungel. Da sind Siegel aufgelistet, die so gängig sind und dann kann man da drauf tippen und erfährt ein bisschen was darüber. Jetzt gibt es natürlich Siegel, die kennt man, da weiß man, was das bedeutet, aber dann gibt es vielleicht auch Siegel, die hat man jetzt noch nicht so viel gesehen. Und da finde ich das ganz interessant, wenn man da dann einfach kurz nachlesen kann, worum es da geht und was dieses Siegel denn bedeutet. Es gibt auch die Möglichkeit, bei der Kamera ein Siegel zu scannen, was man irgendwo vorliegen hat und dann wird das eben abgeglichen mit einer Datenbank, wenn einem das jetzt zu blöd ist, das da zu suchen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Siegel da drin sind, aber es sind schon einige. Und wenn man es nicht direkt findet, dann kann man das auch einfach abscannen. Eine meiner absoluten Lieblings-Apps, die PETA 2 App, das ist der Einkaufsguide, bei dem ihr nach Supermärkten oder auch nach Produkten filtern könnt und die euch dann anzeigt, was davon vegan ist. Das ist so die App, die mir vor allem am Anfang, als ich noch nicht lange vegan war, sehr geholfen hat. Ich finde das cool, wenn man da nach den Supermärkten schauen kann und dann kann man da einfach durchstöbern, welche Produkte vegan sind. Noch besser allerdings finde ich diese Filter nach Kategorien sozusagen. Also beispielsweise, man ist jetzt hier bei Süßigkeiten, ja, das ist ja auch so ein Ding, Süßigkeiten, keine Ahnung, welche Kaugummis vegan sind, dann ist da oft kein Siegel drauf, was macht man dann? Und hier sind dann einfach super viele Marken aufgelistet und Sorten sozusagen, die einfach von PETA zertifiziert wurden als vegan. Und die letzte App, die in so einem Video natürlich nicht fehlen darf, ist CodeCheck. Auch CodeCheck ist eine super Hilfe im Einkaufsladen, weil man hier einfach auch wieder Produkte scannen kann und dann ganz viele Infos darüber angezeigt bekommt, über Inhaltsstoffe, was man da beachten sollte, ob da Mikroplastik drin enthalten ist. Teilweise steht auch dabei, ob sie vegan sind oder nicht. Teilweise gibt es auch einige Produkte nicht. Man kann die, glaube ich, dann auch manuell einpflegen. Das habe ich persönlich jetzt noch nie gemacht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Make-up und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe im DM, dann kann ich einfach die App aufmachen und dann hier den Code scannen und kann dann einiges über das Produkt erfahren. Unter anderem sehe ich oben eben auch so einen kleinen Kreis und sehe dann, dass das relativ viel Grünanteil hat. Sprich, es sind wenig bedenkliche Sachen drin. Wenn ich jetzt ein bisschen runterscroll, sehe ich so eine Art Legende. Unter anderem ist in diesem Produkt hier Palmöl zum Beispiel drin und das ist dann so ein bisschen der Alarmhinweis, dass man dann vielleicht nochmal genauer schauen sollte, woher denn das Palmöl in diesem Fall bezogen wird, dass da eben keine Regenwälder und Heimat von Affen für abgeholzt wird. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und mir zeigt, dass da ein paar gute Tipps für euch dabei waren. Ansonsten gibt es hier auch noch ein weiteres Video von mir. Könnt ihr einfach nur draufklicken und dann vorbeischauen. Und da könnt ihr meinen Kanal abonnieren, denn immer dienstags um 18 Uhr habe ich hier was Neues für euch. Videowünsche sind wie immer sehr willkommen in den Kommentaren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!